So Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Brotato. Wie ihr schon unweigerlich erkennen könnt, spielen wir heute den Knight. Denn dem wollen wir unbedingt so einen schönen Helm hier aufziehen. Und er hat einen Schnörres. Und darüber hinaus ist es eigentlich mit der stärkste Charakter im Spiel. Warum ist das so? Den Ritter kann man auf Full Tank spielen und er macht trotzdem brutalen Damage. Denn er bekommt 2 Nahkampfschaden für jeden Rüstungsstat, den wir haben. Für jede Rüstung. Also wenn wir 10 Rüstungen haben, kriegen wir 20 Nahkampfschaden. Er startet mit 5 Rüstungen. Wir können keine Fernkampfwaffen nehmen, aber alle Waffen, die wir vorgeschlagen bekommen im Shop oder auch jetzt zum Start, ihr seht schon, sind Stufe 2 oder höher. Ultra geil. Darüber hinaus sind Angriffstempo-Modifikationen um 50% reduziert. Das heißt, wir gehen jetzt nicht auf Angriffstempo. No, no, no. Und ein positiver Aspekt tatsächlich ist noch, dass Erntemodifikationen um 80% verringert werden. Das heißt aber auch, dass negative Auswirkungen durch Minusernte, die auf guten Items manchmal drauf sind, auch um 80% reduziert sind. Also versteht ihr, wenn ein Item minus 2 Ernte macht, macht es halt nicht minus 2, sondern minus 0, irgendwas. Mathe. Jetzt ist die Frage, mit welcher Waffe starten wir? Und hier kommen 2 in Frage. Schwert oder Hammer. Schild ist halt geil, skaliert auf Rüstung, aber wir wollen ja eigentlich auch nur Rüstung, damit wir viel Nahkampfschaden bekommen. Also wir holen ja aus dem Wert Rüstung viel mehr Value raus, wenn wir auf Nahkampfschaden gehen. Speer hat leider nur ein Waffenset, nämlich Primitiv. Das ist uns zu primitiv. Deshalb gehen wir auf Hammer oder Schwert. Wir können uns das mal angucken. Ich habe tatsächlich einen Fehler im Wiki entdeckt. Und zwar, Hammer geht halt auf schwer und stumpf. Und das ist ganz nice, weil schwer erhöht schon mal prozentual unseren Schaden, was geil ist, weil wir ja im Late Game ultra viel Flat Nahkampfschaden haben werden und der dann schon mal automatisch um 25% erhöht ist. Das ist halt disgusting. Und wir bekommen halt Rüstung und maximales Leben. Ne, wir wollen ja tanky werden. Allerdings ist es auch nicht mega viel, aber ist okay. Aber ultra wenig, also sehr viel Minus-Tempo. Und ihr kennt ja vielleicht dieses Item mit der roten Couch. Da kriegt man Lebensregeneration, umso weniger Tempo man hat. Das wäre damit insane. Aber das Schwert ist auch nicht schlecht. Das hat nämlich Medieval und Blade. Das ist tatsächlich hier falsch. Hier steht Heavy und Blade. Also es hat Medieval. Das ist Armor und Dodge. Also quasi ähnlich wie Blunt, stumpf. Das macht Armor und Max Life, also auch 2 gute defensive Werte. Aber halt auch minus Tempo. So. Und Blade. Blade macht Melee Damage erhöht und Lifesteal. Jetzt ist die große Frage, was machen wir? Beides geht, je nachdem, was wir vorhaben. Bei den Hammern ist das Problem, dass wir halt wirklich gegen Range Units es schwer haben. Aber sobald wir die Couch haben, sind uns ja Range Units vollkommen egal. Aber bis zur Couch ist es ultra schwer. Und da wir auf Stufe 5 kämpfen und nicht irgendeine kleinen Scheiß hier machen, nehmen wir das Schwert mit. Wenn man es richtig auf die Spitze treiben will mit dem Charakter, geht man auf den Hammer. Schwert ist ganz geil, weil es sticht und schwingt, also variiert. Versuchen hier schön immer mehrere Tage zu erwischen, wenn es geht. So. Und zerreißen hier die Gegner. Na, jawohl. Wir können auch mal ein paar einstecken. Zack. Schön. Also wir wollen unbedingt Armor. Da haben wir schon was. Das macht hier 2 Nahkampfschaden. Bam, 12. So. Dann. Ich denke mal, wir werden viel rerollen auf Waffen. Like always in den ersten Runden. Aber die sind halt ultra teuer. wir nehmen Liebesalien tatsächlich. Oh. Oh. Also Liebesalien ist schon... Hier, da ist der Helm. Ha! Ich hab ihn. So, jetzt sehe ich genauso aus wie der Dude. Das ist doch geil. Ja gut, also mir fehlt hin die Bommel. Ja, das ist natürlich die Herausforderung so in den ersten Wellen. Die Items sind natürlich arschteuer, die da kommen, ja. Man hat ja in den ersten Wellen eine Garantie auf eine gewisse Anzahl an Waffen im Shop.
Und das wollen wir natürlich nutzen, um in den ersten Wellen unsere Waffen alle zusammenzustellen. Aber ja, mit einer Waffe farmst du halt auch nicht viel, ne? So, wir gehen auf prozentualer Schaden. So, jetzt nehmen wir... Ist krass, oder? Ist das krass? Junge, ich... Okay, ich kaufe jetzt mal liebes Alien. Ich habe zu wenig Geld. Eigentlich müsste ich die Mütze auch saven, aber... Ja, komm. Ich brauche jetzt Waffen. Das ist echt eine Herausforderung, dass man am Anfang sich die scheiß Waffen nicht leisten kann. Insane, oder? Aber gut. Wenn wir dann erstmal ein paar haben, dann geht's auch. Aber der Base Damage ist halt insane. Guckt euch das an. Also wenn man 40er Hits. Mit, also Schwert übrigens hat einen höheren Crit-Multiplikator, also Crit-Damage-Multiplier, als Hammer. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant, falls man ein bisschen auf Crit gehen möchte oder so. So, jetzt haben wir ein bisschen Geld. Ja, ein Rüstung, klar, nehmen wir. Noch ein Rüstung. 5 Schaden. So, Schwert. Einmal rerollen? Nee, weiter geht's. So, 2 Schwerter, jetzt geht's schon deutlich besser. Zack, erstochen. Schön. Ja, 53 Schaden übrigens jetzt. Einfach, weil wir eben ein bisschen Rüstung abgegradet haben. Das ist hilarious. Also, wir werden später so 300er Hits machen. Es ist wirklich dumm. Also, ja, das ist dumm. Und wir sind tanky. Wisst ihr, also ist ja nicht mal so... Ja, ihr versteht. So, vielleicht komme ich noch zum Baum. Das, ja, nice. Sogar eine Truhe, geil. Schön. Schön. Gut abgesahnt. 2 Lebensabzug nehmen wir mit. So. Können ein bisschen Glück mitnehmen. Ist halt sehr nice am Anfang. Ich glaube, wir machen es, ja. So. Jetzt können wir den Hammer mitnehmen. Aber hier kam gerade ein Schwert rein. Und dann nehmen wir noch die Propellermütze mit. Und ich glaube, wir würden jetzt sogar den Hammer anlocken. Ja. Ja. Und dann geht's weiter. Ja, weil wir wollen ja letztendlich hier die Sets fertigstellen. Das war jetzt nur am Anfang, weil da... Weil ich dachte, yo... war bad. War bad, bin ich early. Da einfach ein bisschen geduldiger sein mit den Schwertern. Die kommen schon. War so ein bisschen der Drang, die ersten Runden, die ersten Wellen zu nutzen, weil da halt in den Shop-Angeboten zu einer höheren Wahrscheinlichkeit Waffen kommen. Und man später dann die Sorge haben muss, dass halt nicht so häufig Waffen kommen. Aber dadurch, dass wir uns eh nicht jede Welle hier 30 Waffen leisten können, passt das. Ja. Ja, Ranges werden eine Herausforderung. Auf jeden Fall. Wir müssen früh gucken, dass wir irgendwie Dodge oder, ja, ich meine, Rüstung haben wir klar, ein bisschen Lebensregeneration oder so, irgendwie unsere defensive Survivability aufbauen. Ja, würde ich tatsächlich 5 Glück nehmen, glaube ich. Und hier jetzt einfach eine Rüstung. So. Hackbeil macht Klinge. Aber machen wir nicht. Machen wir nicht, wir rerollen. Hier, noch ein Schwert, geil. Rerollen wir nochmal. Noch ein Schwert. Übrigens, Kreissäge auch sehr, sehr nice. Ja, ja, ja. Auch sehr, sehr nice. Aber wir bleiben bei Schwertern. Wir haben übrigens... Okay, ich muss das euch... zeige ich euch gleich. Schwerter haben aber auch eine angenehme Reichweite. Ne? Ich muss euch gleich unbedingt im Menü was zeigen. Das ist sehr interessant. Mal gucken, ob das was wird. Okay. So, die, das Schöne ist, man one-hittet halt alles. Also auch diese Propellerfliegeviecher. Das heißt, die sondern nicht so viele Kügelchen ab. Gnobulis. Scheiße. Zack. So, ich habe letzte Folge schon angesprochen. Im Dezember jetzt. Ich glaube hier 16. irgendwie. Ja, 16. Dezember. Fängt die DreamHack an in Leipzig. DreamHack ist eine LAN-Party. Das heißt, man hat eine LAN-Area. Man nistet sich da ein paar Tage ein. Und dann kann man da zocken mit seinen Homies. Aber es ist auch Event. Also auch so Minigames kommen. Hier nehme ich 9 Leben tatsächlich. Und da gibt es jetzt einen Henno-Community-Bereich. Das heißt, wir haben 174 Plätze, die die DreamHack uns zur Verfügung gestellt hat. Und da können wir zocken. Gemeinsam. Ich komme da jeden Tag vorbei. Könnt ihr das euch ein nices Ticket für kaufen. Tasche nehmen wir mit. Noch ein Schwert. Geil. Und dann haben wir Spaß. Ja? So, und jetzt wollte ich euch das hier noch zeigen. 3 Elite-Gegner. Ja, checkt da gerne die Beschreibung aus. Also ist auch an diesem
In diesem Sinne Werbung, ja. Wir bei Instinct verdienen daran, an den Ticketverdiensten umsetzen, ne? Offensichtlich, Henno-Ticket. Kommt da gerne vorbei, wir haben limitierte Plätze. Ja. Ansonsten, ne, viele haben wahrscheinlich schon die LAN-Ticket, die eh geplant haben, zur DreamHack zu gehen. Da müssen wir mal gucken, da sind wir gerade noch in den Gesprächen, ob man die irgendwie umtauschen kann. Da weiß ich gar nicht, wie das ist. War ein Gedanke, der heute bei mir aufkam, weil es hat ein paar gefeedbackt. Genau, checkt das gerne aus. Wird geil. Bin eh auf der DreamHack. Da findet auch wieder, also da findet jetzt Gamevasion statt. Ne? Hamburg vs. Spandau und so. Wir schlitzen hier ja alles komplett weg, ne? Also ich lasse die sogar schlüpfen, damit ich mehr Coins krieg. Naja. So. Krone. Nee. Können wir schön wegmachen. Rüstung. Klar. So. Hier reräumen wir mal. Schwert. Erstes lilanes Schwert. Wie wirkt sich das aus? Ja. Nochmal mehr Damage, weniger Abklingzeit. 5 Rückstoß übrigens, falls sie es überleben. Ja, irgendwie bekommen wir keine Rüstungs-Items, ne? Das ist ein bisschen nervig. So ein Schmetterling? Ich meine, wir haben einen Lebensabzug. Dann gehen wir doch noch mehr drauf. Zack. Noch ein Helm. Geil. 10 Attack Speed, wären aber nur 5. Ne, wir gehen wirklich gar nicht auf Attack Speed Erhöhung. So, da haben wir es. Lederweste. Da, das sind doch unsere Key-Items. Geil. Schlitz die mal auf. Hier wird einfach alles gewonnen. Oh, Two-Hit. Okay, frech. Finde ich frech. Aber, also, ich habe 6 Waffen. Da wird, also, es wird ja alles umgesäbelt. Seht ihr das? Es ist Gefahrenstufe 5. Es ist insane. Die Frage ist, wie wir gegen den ersten Elite uns machen werden. Da bin ich sehr gespannt drauf, das zu sehen. Bis dahin brauchen wir auf jeden Fall mehr Max Life, weil wir müssen ja nah ran, wenn wir den wirklich killen wollen. Und wir sind langsam. Ah, das ist schon... Ja, ja, ja. Das ist schon ungünstig. Ja, aber jeder Helm zum Beispiel macht minus 2 Tempo. Also wahrscheinlich wäre sogar Hammer... Ja, aber dann ist man sehr abhängig vom roten Sofa. Ne? Ja, ansonsten alternative Heilmöglichkeiten natürlich Bäume. Aber ja. So. Aber die schlitzen wir alle schön auf. Das klappt doch gut. So. Ja, da würde ich 4 LP-Regeneration, glaube ich, mitnehmen. Oder 9 Leben. Ja, 9 Leben ist auch huge. Ja, das nehmen wir mit. Geil, Metallplatte. Alter. Lederweste. Ja, Muskelprotz. Hm. So ein bisschen die Frage, ne? Also schon sehr teuer für 5, aber I mean, beides kann ich gebrauchen. Ja, nehmen wir mal mit. So. Welle 9. Alter, 78er Hits. 156er Crits. Also wir können auch überlegen, ob wir... Also wenn ich jetzt eine Jagdtrophäe bekomme. Oh, guck mal, wie wir die wegprügeln durch die Swings. Also in Ägypten. Nice. Also schon Rambazamba hier, wie der die weghaut. Das sind schon üble Hits, die ich hier austeile. Oh, da haben die Ramboys mich erwischt. So, da ist noch ein Bäumelein. Schön. Ja, so ein bisschen Glück haben wir halt am Anfang mitgenommen, ne? Ist klar, Standard. Muss man einfach schauen, dass man das immer ein bisschen auf dem Schirm hat. Also, es ist halt sehr satisfying, muss ich sagen. Wie der mit dem Schwert da einmal durch die Horde klatscht. Und alles stirbt. Das ist schon echt sehr satisfying. Ja, lecker. Okay. Alter, schon wieder Max Life. Na gut. Da, also eine Rüstung ist mir ein bisschen zu wenig, aber ja, nehmen wir mal mit. Wir haben mit 20 Rüstungen. Scheiße. Okay. Nehmen wir Weisheit mit. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja, ich glaube nicht. So, nochmal Helm. Oh, hier Medaille. Geht natürlich Crit runter. Ich meine, die haben ja ein bisschen Crit-Wert von sich. 3%.
ich habe das Gefühl, wir werden nicht auf Crit gehen. Wir gehen halt Full Tank. Hier haben wir Rüstung, Tempo, Schaden, Leben. Eigentlich alles gut. Und wenn wir uns jetzt entscheiden, wir gehen nicht auf Crit, dann ist es einfach nur nice. Ja, ich nehme es mit. Oh, Alter. Ja, das würde ich gediegen einpacken. Und jetzt hätten wir hier Crit, ne? Ich nehme es mal nicht mit. Auch wenn natürlich 5 Dodge nice ist. Aber ich würde das jetzt ungern sperren. Weil ich kann ja auch gute Scheiße danach rücken. So, eine Runde noch. Dann kommt Elite-Gegner. Wenn wir den killen, das wäre natürlich ein Träumchen. Das ist halt die Frage, ob wir das überleben. Weil, also, überleben würden wir es. Können wir einfach von ihm immer wegrennen. Aber ich glaube, ich muss mich, dadurch, dass ich Nahkämpfer bin und ihn killen möchte, sehr nah an ihn ran. Selbstverständlich. Und dann halt ganz nah immer um ihn herum zirkulieren, wenn er dasht, damit ich nicht gehittet werde. Aber mit so wenig Tempo ist das echt eine Challenge. Muss man sagen. Könnte natürlich auch mal generell überlegen, dass man genau so das macht wie ich jetzt, aber die Helme nicht mitnimmt. Weil die machen ja Minus-Tempo. Was ich jetzt aktuell gerade einfach in Kauf nehme, ist so krass, ne? Ich tanke halt echt viel. Also ich nehme gerade übel viel Damage in Kauf. Wir haben so viel Armor. Also ich mache mir gerade keine Gedanken, nicht getroffen zu werden. Das ist schon echt sick. Ja, das nehmen wir mit, weil die minus 6% werden ja zu minus 3%. Ihr seht es. So, 15 Glück. Das nehmen wir mit. Das ist ein guter Roll. Zwei Rüstungen nehmen wir auch mit. So, Schnecke, safe. Schnecke, safe. Ja. Okay, hier haben wir jetzt noch ein Schwert. Und 6 Nahkampfschaden. Ist schon ordentlich, aber ich glaube, ich will lieber einfach Tank-Items. Ja, Liebes-Alien. Geil. Könnte überlegen, ich bräuchte nur ein gutes Item vielleicht. Jawohl, hier, Ritual, perfekt. Ja. Damit haben wir jetzt 11% Lebensabzug. Die Medaille könnte ich mir auch noch saven. Die ist ja echt lecker. So, und dann müssen wir jetzt gucken. Also, direkt drauf. Jetzt dasht er. Gut, hat geklappt. Oh, der kassiert. Oh, ich aber auch. Okay, das hat gut geklappt. Jetzt dasht er. Nice. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Also wir haben arsch viel Damage. Und wenn ich... Der macht mir 6 Schaden. Willst du mich verarschen? Ich habe so arsch viel Rüstung. Das war ja so easy. Das war ja so easy. Krass. Wir machen halt brutal viel Single-Target-Damage, klar. Alter. Okay. Es ist halt... Okay, das wird ein heftiger Run. Weil wir kriegen ja safe 3 rote Items. Das ist ja insane. Das ist ja insane. Und noch holen wir die Rangies ein. Und wenn die uns ein bisschen treffen, juckt uns das nicht. Da stecken wir ein. Fürs Team. Ja, geil. Okay. Das ist actually richtig gut. Weil es sind nur minus 5% Angriffstempo. Auf Crit haben wir gesagt, gehen wir nicht. Dafür Reichweite, Schaden. Also 10% mehr Schaden ist halt cool. For free. Könnt es auch für 55 umwandeln. Aber 10% Schaden und Reichweite ist schon gut. Nehmen wir. Hier würde ich jetzt tatsächlich auf Lebensabzug gehen. Und die Medaille mitnehmen. Ja, rerun wir nochmal. Okay. Ja, nehmen wir Coupon mit. Locken das Schwert. Waffenlosen Explosion. Nee. Dann machen wir weiter. Ey, sind richtig gut dabei. Nur 144er Hits. Lecker. Und Knockback. Also wir haben auch übel viel Knockback. Also ist ja nice. Ja. Gutes Leben. Theoretisch kann ich wieder den hier machen, ne? Naja. Ja, nicht ganz, denke ich. Muss ja auch ein bisschen Bäume rasieren. Also, ja, Ritter knallt. Der ist halt so, wie gesagt, mit der beste Charakter.
Einfach weil er sehr straight ist. So, man braucht jetzt sich nicht. Normalerweise hocke ich ja hier, stelle euch die ersten 5 Minuten irgendwas vor, wo ich mir was aus den Fingern sauge, damit das irgendwie klappt auf Stufe 5. Oder weil es halt einfach Spaß macht und cool ist, der Bild, ohne dass er jetzt mega effektiv sein muss. Aber das hier, I mean, das ist halt schon, das könnt ihr easy nachmachen zu Hause. Einfach auf Rüstung gehen, Schwerter einstecken, bisschen smarte Entscheidungen treffen, das könnt ihr, glaube ich an euch. Und gut ist, ja, das ist halt mega. So, 6 ausweichen? Jo. Nehmen wir mit. Oh, noch ein Schwert. Alter. Dann haben wir das erste rote Schwert. Was macht das an Schaden? 173, klar. Schlägt schneller zu, klar. Ja, Kriegerhelm nehmen wir mit. I mean, das sind 6 Nahkampfschaden. Dann nochmal Schmetterling, ideal. Hier ist auch nochmal ein Rüstung, aber für 63, nee. Ja. Also es läuft. Ich sag, wie es ist. Prozentualer Schaden wird halt jetzt immer interessanter für uns, ne? Umso später das Game wird. Und Schnecke wäre halt echt nice. Dann ist unser... Also klar, Sofa, ne? Und dementsprechend halt aber auch Schnecke. Ich glaube, es hat sich jetzt noch gut die Waage gehalten durch die Schnecke. Dadurch konnte ich das gut mit dem Elite-Gegner machen. Aber mit so viel Rüstung kriegt man auch einfach keinen Schaden. Also schon, ne? Aber also der, ich glaube, der Elite hat mir wirklich nur 6 Schaden gegeben pro Kugel. Normalerweise bin ich gewohnt, weil ich irgendwelche Glaskannen im Bild spiele, dass die mir 20 Schaden reinballern. Aber das geht ja. Das geht ja voll klar. So. Da ist noch ein Baum. Ja, jetzt ziehen wir alles auf uns drauf. Gar kein Problem. Ich meine, Lebensabzug ist gar nicht so gut mit Ritter, weil man hat ja nicht viel Attack Speed. Also Lebensabzug ist ja erst richtig geil, wenn man viel Attack Speed hat. Aber die Schwerter bieten sich halt wunderbar an. Deswegen bin ich darauf jetzt gegangen. Ja, würde ich... Also es sind generell katastrophale... Hier kann man eigentlich mal rerollen. Ja, 9 ausweichen. So, nochmal ein Schwert. Ja. Also jetzt könnte man überlegen, dass man Flüge mitnimmt, ne? Aber wir können auch einfach weiter negativ reingehen und sagen, wir wollen das Sofa und spekulieren darauf. Aber was ich mal gucken könnte, das habe ich jetzt gar nicht gemacht. Das machen wir einmal kurz. Potato Wiki. Welche Item-Tags er hat? Nur Armor. Mhm. Ist da das Sofa dabei? Nein. Okay, das heißt, er hat keine erhöhte Wahrscheinlichkeit, das Sofa zu bekommen. Das ist halt bitter. Das heißt, ich würde, glaube ich, wirklich die Flügel mitnehmen. Und deswegen ist, glaube ich, auch mein Call geht auf Schwerter und nicht auf Hammer. Ja. So, wir machen weiter. Ja, kleiner Muskel. Ach so. Ja, gut. Geht ihr direkt weiter, ja klar. Junge, der kassiert aber auch. Heide, Fitzke. Der ist halt gleich tot. Die sterben so schnell, das ist insane. Tot. Ja, das war's mit ihm. Ist halt brutal. Der ist wirklich brutal. Aber jetzt mit den ganzen Ranges müssen wir ein bisschen aufpassen. Dass wir hier nicht zu viele... Ja. Ich glaube, das ist die Runde, wo ich... Ja, noch 20 Sekunden, das wird schon klappen. Aber ja. Ranges sind weiterhin so ein bisschen... Da müssen wir aufpassen. Ja. Aber durch den Lebenabzug... Also, kriegen schon ganz gut Leben zurück immer, muss ich sagen. Das läuft, ne? Ja. Das läuft ganz gut. Okay. So, was kriegen wir? Alter, Sift-Relikt schon wieder. Junge, jetzt hätten wir richtig auf Minustempo gehen können. Ja, verwerte ich. Geil, Wettstein. Mega. Ja, nee, Minusrüstung nehmen wir nicht mit. Das ist mir zu doof. Nochmal Wettstein. Und nochmal ein blaues Schwert. Das nehmen wir beides mit. Traurige Tomate nehmen wir mit, klar. Und dann geht's weiter. 11 Lebensregeneration. Ja, jetzt, ich glaube, das ist so
das ist so der Moment wirklich, wenn wir jetzt noch auf Lebensregeneration gehen, wo wir jetzt schon direkt einen guten Wert haben. Taurige Tomate ist für mich immer so der Moment, wo ich mich entscheide, alles klar, ich gehe auf Lebensregeneration. Weil das einfach schon so ein krasser Boost ist. Einfach 8 Lebensregeneration. Juckt ja wirklich niemand, ob man mit 50% Leben startet. Also ist ja nicht so, dass am Anfang 80.000 Gegner spawnen und direkt auf einen zurennen, weißt du? Ja. Und allein durch die 8 Lebensregeneration mit der Tomate, mit der traurigen, geht das ja schon hoch. Also es ist wirklich krass, Item. Das ist halt Top-Tier-Item. Also eigentlich, ja, er ist krass. Wenn man mal so drüber nachdenkt, wie OP eigentlich dieses Item ist. Also ja, einfach nur bastelt. Naja. Müssen die wissen, sage ich immer, ne? So. Ja, 6 Tempo könnte ich nehmen, aber ich reroll lieber mal 3 Rüstung. Junge, wir haben 31 Rüstung. Prozentualer Schaden und nur minus 3 Attack Speed. Rein. Rüstung. Schöne Limo? Nee. Haben wir eigentlich Bäume gehabt? Nee, gar nicht, ne? Okay, weiter geht's. Rotes Schwert. Das locken wir. Und hier, ne? Minus 2 Ernte. Sind wir immer noch bei 0. Ja, ich bin krass, oder? So. Okay. Ja, das geht heute geschmeidig, wie ihr seht. Gar keine Probleme. Normalerweise hocke ich hier immer, krieg fast Nervenzusammenbrüche, weil ich den tausendsten Try machen muss. Und deswegen, ich dachte mir, ich muss euch auch mal was ein. Ich muss euch auch mal einfache Kost bieten. Ich muss euch mal etwas bieten, was vielleicht nicht euch überfordert. Weil ihr seid ja alles Kacknoobs, ne? Und dementsprechend, das habe ich bislang, muss ich natürlich im Hinterkopf behalten. Ja, übrigens, es gibt jetzt immer häufiger halt die Kommentare. Jo, Henno, wenn du so viele Tries brauchst, ich fänd's cooler, würdest du nur den Try zeigen, wo es auch was wird, weil ich selber schon so viel Brotato gespielt habe, dass mich die unterschiedlichen Tries gar nicht so sehr interessieren. Mich interessiert dann nur der Try, wo es geklappt hat, wie du es geschafft hast. Und fühle ich, aber ich kann halt nicht abschätzen, wie viele von euch das sind. Hier und da kam das mal auf. So. Trizeps 3. 12% mehr Schaden. Abfahrt. Liebesalien. Geil. So, rotes Schwert. Das knüppelt jetzt rein. Junge, 500 kostet das. Okay. Ja, Injektion an sich natürlich auch cool, aber... Ja, können wir mal gucken, wie viel Schaden haben wir? 230. Ich habe euch gesagt, das geht in die 300er Bereiche. So, du kriegst jetzt aufs Maul, deine Eier mache ich weg. Wobei die mich auch null jucken, bin ich ehrlich. So. Jetzt will ich den schon eigentlich recht zügig bearbeiten. Dass der stirbt. Ich habe aber ein bisschen Lebensprobleme. Kannst du bitte deine ekligen Tentakel-Leute einpacken und gehen? Viel Rüstung. Das ist alles egal. So. Die Truhe hält einen voll. Easy. Tentakeln spawnen jetzt, glaube ich, nicht mehr. Die spawnen ja hier nur immer durch den Boss. Easy. Ja, es ist krass. Also wirklich. Wie einfach wir allein die Elite-Leute killen, ne? Ich meine, AOE-Damage, ja. Aber wir wollen ja auch eh alles auf uns einrennen lassen. Aber ein bisschen Lebensregeneration bräuchte ich noch. Man merkt es. Ne? So. Was ist das für eine Scheiße? Digga, was soll das? Das ist ja frech. Das ist auch frech. Ja, 9 ausweichen. Ja, nehmen wir mit, haben wir 36. So, blaues Schwert, cool. Angriffstempo, wenn du dich nicht bewegst. Ja, aber ist halt auch wenig. Also wenig Angriffstempo. Wird ja reduziert. Das brauche ich alles nicht. Ein blaues Schwert. Könnte ich die lilanen zusammenlegen. Aber ich glaube, ich warte lieber auf ein lilanes oder ein rotes. Dann mache ich mal weiter. Bei 41 zum Rerollen zahlen ist schon viel. Oh, jetzt kommen die Typen. Naja. Schön die Buffer killen.
Das ist wie in jedem Multiplayer-Game. Immer die Supporter als erstes. Die müssen daran glauben. Zack. Abstechen. Die müssen wir richtig mit so einem fetten Langschwert richtig abstechen. Zack. Ehre. So. Lecker. Ja, das läuft doch. Also es ist halt wirklich entspannt, Leute. Es ist wirklich entspannt. Ich könnte euch noch was aus meinem Leben erzählen. Das wäre so eigentlich, hätte ich mir vorher überlegen können, ist so ein Bild, ne? Zum Schnacken. I mean, ich habe es schon letztes Mal erzählt. So, wir sind jetzt umgezogen. Ich weiß nicht, wie viele von euch kennen eigentlich das Video von vor 2, 3 Jahren, wo ich auf meinem Hauptkanal die neue Fläche vorgestellt habe. 1000 Quadratmeter Büro. Irgendwie das Video heißt, mein Unternehmen wächst. 1000 Quadratmeter Büro oder Fläche. Ne, so extra cheesy, YouTube-mäßig kommuniziert. Bisschen räudig. Oh, Alter. Alter! Und guckt euch mal das Video an. Weil da sind wir jetzt wirklich reingezogen. Und das hat jetzt durch Corona, etwaige Weltkrisen, Rohstoffmangel, Ukraine-Krieg, jetzt Weltwirtschaftskrise steht an. Diese Baustelle hat nicht aufgehört. Das war insane. Wurde auch immer teurer. Also es ist dreimal so teuer. Es ist insane. Und da sind wir jetzt eingezogen. Und für mich ist es so ein Life-Changer, weil ich bin ja den Großteil meines Lebens hier auf Arbeit. Und wir haben vorher immer auf einer Baustelle gelebt. Wir haben 3 Jahre lang von einer Baustelle gearbeitet. Also wirklich, es war alles voll mit Staub. Alles war verstaubt. Ihr habt es hier und da mal gesehen auf dem Hauptkanal, denke ich. Oder auf Social Media, wenn man ein Foto zeigt oder eine Insta-Story. Und das ist jetzt so ein Life-Changer für mich. So, wir gucken mal. Wie viel Damage? 212? Hä? Waren wir nicht bei 200? Ach Quatsch, das ist Reichweite. 229. So, jetzt. 12 Damage. 12% mehr Damage. Haben wir schon 245. Dann hier nochmal 6. 253. Dann hier nochmal 3 und Nahkampfschaden. 260. Das ist sick. Yo, die Glaskanone würde ich mitnehmen. Wobei, da geht dann 3, 6, 9 Nahkampfschaden weg. Nee. Aber auf der anderen Seite, prozentualer Schaden knüppelt jetzt richtig rein gegen Ende, ne? Okay, vorletzte Runde. Lebensregeneration wäre nochmal nice. Das hätte ich gern. Aber ist schon krass, ne? Allein, dass der Ritter auch nur ein Item-Tag hat, das ist eigentlich voll krass. Weil dadurch sind ja die Items, die kommen, noch fokussierter. Ne? Item-Tags machen ja, dass man eine 5% höhere Wahrscheinlichkeit hat, dass die Items, die unter diesem Item-Tag gelistet sind, im Shop erscheinen. Das ist schon krass. Also, weil wie oft öffnet sich der scheiß Shop, wie oft rerollt man etc. Wobei, ich glaube, es bezieht sich auch auf Items aus Truhen. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Wir hatten das Thema schon sehr ausgiebig. Bei welchem Bild war das? Ich glaube, als ich den Atomraketenwerfer haben wollte, da habe ich euch das alles sehr ausführlich erklärt. Weil es da sehr darum ging, okay, wie schaffen wir es mit dem hier Werkzeugmeister-Boy, die Kurve da hinzukriegen, zu dieser Waffe. So, jetzt gehen wir nochmal richtig shoppen. 6 Nahkampfschaden, klar. Jetzt würde ich hier gerne 4 Rüstungen, Maschallah. 87 Nahkampfschaden. 2 Rüstungen. Wie viel Schaden machen wir jetzt? Ich würde gerne auf 300 kommen. Crit. Okay, wenn wir das hier nehmen. Nee, wir brauchen jetzt Survivability, weil die spammen uns schon auch gut zu mit Scheiße. 5 Lebensabzug. Das ist gut. Das nehmen wir. Zack, dann haben wir 33. Ja, das Ding ist overall einfach gut. Zack. Das gibt uns auch die ganze Zeit Tempo. Wie oft haben wir das jetzt, dieses Medaillon? Die Medaille. 4-mal. Krass. Okay, Abfahrt. I would say. Können wir mal aus Spaß nochmal rerollen? Ja. Klar, Legierung wäre... Okay, nee, hätte ich nicht genommen. Also, das sind unsere Stats. Ich hatte noch nie in meinem Leben 41 Rüstung. Höchstens während des Mount & Blade 24-Stunden-Streams. 36 Ausweichen ist ja auch übel gut.
Tempo positiv, hätte ich nicht gedacht. 93 Nahkampfschaden, fast 100% mehr Schaden, 33 Lebensabzug, Prozent und 11 LP-Regeneration. Da hätte ich gerne mehr gehabt, aber ja, quasi 300 Schaden pro Hit. Abfahrt. Den machen wir zuerst, damit der wegrennt. Ach, ich mache einfach beide, genau. Hier muss ich mich immer sehr konzentrieren, was Movement angeht. So, der haut jetzt rein. Kann ich den hier machen? Auch wenn der ein bisschen am Dashen ist, natürlich anstrengend. Ja, also ich glaube, die 5 Lebensabzug haben nochmal richtig was gebracht. Den schneide ich jetzt auf. Geil. So. Ja, was auch sehr krass ist in meinem Leben gerade. Wahrscheinlich, wenn das Video raus ist, kam das schon. Aber wir releasen ja ein Hauptkanalvideo. Jetzt am... Am 27. November. Das Video hier kommt wahrscheinlich später. Und wir haben das ganze Jahr dran gesessen. Aber wir haben... sorry, es ist so easy. Es ist nicht mal meine Aufmerksamkeit würdig, Junge. Ja, das war der Ritter. Was ich gerade sagen wollte. Das krasseste Projekt meiner bisherigen Karriere kam tatsächlich online auf dem Hauptkanal. Meiner bisherigen Karriere, das klingt so hochgestochen. Also seitdem ich YouTube mache, ist das das krasseste Video, glaube ich, an dem wir gemeinsam dran gesessen haben. Wir haben einen alten Bus gekauft aus der Schweiz für, ich glaube, 10.000, 15.000 Euro. Richtige Rostlaube, so ein schöner Reisebus. Und das haben wir richtig aufgemöbelt. Daran haben wir irgendwie über 30 Leute insgesamt jetzt gearbeitet im Laufe von 5 Monaten. Das Video geht 50 Minuten. Wir hatten irgendwie 6 Drehtage aufgeteilt. Wir waren einfach in Frankreich damit. Wir haben mega viel gemacht. Schaut euch das an. Ist ultra witzig meiner Meinung nach. Und ultra clean auch. Ist einfach nur nice. Schaut euch das gerne mal an. Und ich verabschiede mich. Zieh diesen Helm ab. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.